Hallo, ich habe jetzt gerade die Aufnahme für YouTube gestartet. Deswegen an dieser Stelle einmal Hallo YouTube und einmal Hallo Twitch Chat, die noch mit dabei sind. Wundervolles YouTube-Intro. Also für alle, die auch im Chat gerade gefragt haben, ja, offensichtlich kommt es auch auf YouTube. We start. Wir starten noch mal neu. Jetzt können wir. Im Fernsehen. Dankeschön, Denert, für den Prime-Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Wollt ihr Untertitel haben? Braucht ihr Untertitel? Ich dachte, ohne ist gemütlicher. Aber ich kann sie gleich anmachen. AT. Für mich. Los, fangt uns doch, Zauberer. Hey, entspann dich. Unser Bösewicht kann nicht mehr. Das ist euer Turm. Er ist verhext. Er wird nie müde, oder? Ich muss langsam mal weiterlernen. Komm schon, das war eine sehr lange Reise heute. Bitte, Mutter sagte, wir sollen ihn schön erschöpft machen. Ja. Gebt acht, Zauberer. Der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Eure Mutter fragt sich bestimmt, wo wir sind. Die Reise war lang. Da dürfen wir uns doch wohl die Beine vertreten. Ja. Hat er das jetzt übernommen? Ja, hat er übernommen. Besser von der Lautstärke? Hört er mich jetzt noch gut? Eine Burg. Da will ich hin. Ja! Also gut. Dann mal schnell. Alter, das Spiel ist mega hübsch. Du bist schwitzen wie ein Schwein. Ich schwitze wie ein Schwein. Ich schwitze auch wie ein Schwein, aber mich hat niemand gefragt. Hübsches neues Haus. Das ist eine Burg. Na gut. Lukas, der Heimtückische, dringt in meine Burg ein. Ja, und ich werde dich in einen Käfer verwandeln. Amicia, er ist zu mächtig. Verstecken wir uns. Ja. Ich zähle bis 10. Dann schnapp ich euch, König Hugo und... Amicia, die Amazone. Natürlich. Los, jetzt! Komm, Amicia, die Amazone. Wir brauchen ein nicht? Gutes Versteck. Ich stehe euch bei, mein König. Ist das nicht Kafka? Dann verwandle ich euch in einen Kaffee, Käfer. Behalten wir ihn im Auge. Ja. Er kommt. Der Heimtückische hat euch erblickt.
Es ist vorbei. Du bist zu böse. Kommt, verzweifelt nicht. Zu einfach. Gut, ihr bekommt noch einen. Ich konnte nicht weiterlaufen. Wir müssen uns mehr bewegen, um nicht gesehen zu werden, mein König. Eins, zwei, drei, vier. Ich komme hier nicht weiter. Hier ist Grenze. Das heißt, die wollen halt, dass wir uns... Mundgeruch. Könige, stirbt, gefunden. Ja, ich komme dort nicht weiter raus. Er ist zu stark. Oder wir sind zu schlecht. Ich bin zu schlecht. Ich will noch mal. Bitte, bitte, bitte. Na gut. Mein schwarzes Herz brennt für den Kitzel der Jagd. Rennt, rennt, ihr Narren. Dieses Mal zähle ich nur bis fünf. Na los, Amicia. Schnell, eins, mein König. Zwei, drei, vier, fünf, ich komme! Er kommt hierher! Diesmal lasse ich keine Gnade walten. Mein letzter Funken Herzensgüte ist verglüht. Ich kann Gedanken lesen. Ich weiß, dass König Hugo nachts Äpfel isst. Woher weiß er das? Gute Frage. Wo ist er denn? Ihr seid gewitzt, aber ich werde euch trotzdem finden. Wo ist er denn? Weißt du was? Wir sollten ihn jagen. Oh ja. Ja. Lukas, der Heimtückische, ist siegreich. Ich hab's verkackt. Nein. Die Burg ist mein. Ich hab's verkackt. Ich hatte es was und ich hab's verkackt. Nicht schlecht. Tja, ich geh mal weiter lernen. Lukas? Naja, wenn man Alchemist werden will. Aber du bist ein Alchemist. Ich bin der Lehrling eurer Mutter. Von mir aus, dann geh lernen. Wir bleiben noch ein bisschen. Gut, bis dann. Komm, sehen wir uns die ganze Burg an. Zu Befehl, guter König. Ich bin froh, dass Lukas hier ist. Ich auch. Ohne ihn gäbe es uns jetzt nicht mehr. Ich find's so makaber. Oder was heißt makaber? Ist nicht gut. Oh, darf ich da hochklettern? Klar. Fallen nur nicht runter. Tu ich nie. Ich find's nicht gut, dass man das Kind vom Lernen abholt. König Hugo patrouilliert über seinen großen Was siehst du von da oben? Mein Reich. Ist es wohlhabend? Das war's, aber dann kam Lukas. Oh ja, der berüchtigte Zauberer. Oh, ein Fluss. Das ist das Meer. Gehen wir der auf Patrouille. Der Kleine ist echt süß. Die Animation ist echt süß. Also, wie das Kind sich hier auch bewegt und sich so streckt, ist mega, so mega schön. Krass gemacht. Und? Hier hört mein Königreich auf. Dieser Zweig ist deine Grenze? Ja. Warum nicht? Vorsicht, Amicia, die Amazone. Feindliche Schiffe. Sie greifen uns an. Oh nein, und was jetzt? Bleib an der Grenze und versenk sie. Lass sie nicht vorbei. Nein, keine Kritik an der Story. Zurück auf seinen Posten, es ist Amicia. Ja völlig hinter nachvollziehbar, dass das so ist. Meine Schleuder ist euer. Da kommt die Armee des Zauberers. Ich sehe sie. Wir retten euer Land, mein König. Versenkt! Ja, mach weiter. Da sind noch mehr Schiffe. Wir werden hier keine böse Magie dulden. Nur gute Magie. Ja, das gefällt dem König. Sollen sie kommen? Ich zermalme sie. Wir haben viele Feinde. Und sie bisher alle verjagt. Denn wir sind das Haus der Ruhm. Es wird immer schneller. Da ist ein Kind. Hallo. Hallo. Da ist ein Kind. Ich kam vorbei und hab die Schleuder gehört. Oh, die kann ziemlich laut sein. Ich wollte fragen, ob ich mitspielen darf. Ja, aber wer bist du? Tono, ich wohne in der Nähe. Natürlich. Wir sind Hugo und Amicia. Kannst du schießen, Tono? Klar kann ich das. Toll, ich bin der König und sie ist mein Hauptmann. Wir kämpfen gegen die Armee des Zauberers. Ich feuer die Kanone ab. Los, kämpfen wir!
Gut. Gut gemacht. Wir lassen sie nicht vorbei. Du bist gut. Aber da kommen noch mehr. Ja, aber du nichts triffst. Deswegen muss ich halt viel besser sein. Er hat halt nichts getroffen. Ja, wir treten ihn in den Arsch. Wir? Ich trete ihnen in den Arsch. Hey, ganz ruhig. Ihr beginnt wie kleine Teufelchen zu sprechen. Wir sind im Krieg. Keine Zeit für Manieren. Aber da? Verpasst ihn den Gnadenstoß, Tunnel. Hier kommt die Kanonenkugel. Oh nein, Hugo, geh in Deckung. Jetzt kritisiert ihr auch noch fremde Kinder, natürlich. Sie ergeben sich. Sehr gut, ihr kapituliert. Ich sollte jetzt gehen. Ich muss zur Arbeit. Du arbeitest? Ja, auf dem Hof meines Vaters mit meinen Brüdern. Alles in Ordnung? Ich muss gehen. Bis dann. Dann viel Glück. Bis dann, Tono. Er war sehr nett. Er war sehr komisch. Kommt, mein König. Der Krieg ist vorbei. Folgen wir weiter dem Fluss. So viele versenkt. Du bist ein toller Kapitän. Und Tonor war toll. Das war er, ja. So einen Freund möchte ich haben. Ich weiß. Wir suchen uns ein Zuhause und dann findest du Freunde. Ganz sicher? Sobald wir wissen, wie es dir geht. Das könnte aber lang dauern. Dieses Mal nicht. Alles wird anders. Ich weiß es. Das hoffe ich. Wir müssen da hochklettern. Diesmal ziehst du mich hoch. Was? War nur Spaß. Ich helfe dir. Du bist sowieso viel zu schwer. Wow. Du wagst es? Irgendwann schaffe ich das. Also für alle, die sich halt fragen... Oh, das Schloss ist riesig. Was meinst du? Greifen wir es an? Na klar, ich bin bereit. Jetzt. Mit dem kleinen Jungen gibt es so ein paar Sonderheiten, die ihr bestimmt auch jetzt hier mitbekommen werdet. Also falls ihr den ersten Teil nicht kennt, ist das nicht schlimm. Ihr werdet es bestimmt mitbekommen. Aber mit dem kleinen Jungen gibt es ein paar kleine Sonderheiten. Ein paar außergewöhnliche. Was sollen wir tun? Lass mal sehen. Ah, sie ist verschlossen. Die haben uns gesehen. Hier, ein Geheimgang. Schleichen wir rein. Ja, guter Plan. Oh, ich spüre das Böse um uns. Es ist ganz schön dunkel. Kommt, mein König. Schleichen wir uns heimlich hinein. Ja. Das ist ein Geheimgang. Ich bin hier, keine Angst. Auf jeden Fall. Oh, die Schergen des Zauberers sind ganz nah. Wirklich? Oh mein Gott! My goodness! Bist du verletzt? Nein, aber ich will jetzt zurück. Ja, das reicht erstmal für heute. Ja, Amicia. Oh mein Gott. Kleider und Essen. Hier wohnt jemand. Die eingestürzte Decke. Das wird ziemlich laut. Seien wir einfach vorsichtig. Riechst du das? Das riecht wie ein Feuer. Ja. So könnte Outlast auch anfangen. Bin ich die Einzige, die sich erschrocken hat? Oder habt ihr euch auch erschrocken im Chat? Was? Alles verbrannt. Ganz frisch. Die Körbe. Das sind Bienenstöcke. Aber warum sind sie verbrannt? Keine Ahnung. Wir müssen hier weg. Leise. Hab geweint. Nicht weinen. Okay, der Chat spaltet sich, was das angeht. Es war vielleicht ein Unfall. Wo sind denn die Leute? Hier lang. Amicia. Hey! Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen, zeigt uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Lüge! Ihr elenden Diebe! Ich schneide euch in Stücke! Lauf! Kommt zurück! Wir müssen raus! Die Tür!
Zeit! Überlass ihn mir! Ich flehe euch an! Nein! Hättest du dir früher überlegen sollen, bevor du uns geklaut hast? Oh, nein! Mein Gott, Matthias! So stellen wir sicher, dass sie nicht zurückkommen. Ein Junge und ein Mädchen sind entkommen! Habt ihr sie gesehen? Nein. Den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Wenn ihr sie findet, tötet sie! Wir müssen hier weg. Ja, schnell. Die sind verrückt. Digga, was zur Hölle? Sauerei. Und was wollt ihr jetzt mit unserem Fleisch und Honig? Ihr seid tot. Jetzt drüber, los! Die werden uns töten. Nein, weil sie uns nicht entdecken. Matthias, komm! Wir haben Opa übel erwischt. Scheiße, nein. Amnesia, das Haus. Großvater. Gut gesehen. Sieht schlimm aus. Vater kommt bestimmt gleich vom Markt. Ja, pass mal auf ihn auf. Hier verstecken wir uns. Die finden uns. Wir müssen weiter. Das ist ein Blutbad. Gott. Hey, Vorsicht. Heul hier nicht rum. Vielleicht sind noch welche von Ihnen in der Nähe. Hilf den anderen. Mir ist schlecht, Matthias. Ist mir scheißegal. Ich... Er geht nicht weg. Ich mach was schon. Was soll's? Der Werkzeugkasten macht Krach. Die kommen nicht mehr her. Das sag ich dir. Wir müssen sie nicht alle töten, du Spinner. Ganz ruhig. Ich wollte doch nur arbeiten. Versteckt sich hier noch jemand? Geh weg! Schnell jetzt! Nichts zu sehen. Wenn wir beim Wagen sind, verschwinden wir von hier. Was ist da? Mama wird so sauer sein. Wir erzählen sie einfach nicht. Wir fahren sowieso weiter, wenn wir beim Wagen sind. Okay, mein Stresslevel ist unfassbar hoch gerade. Ich dachte, wir spielen so ein bisschen in der kleine Scheißkerl. Entspanntes. Du solltest doch Wache halten. Gemütliches. Das ist alles deine Schuld. Wir werden da hochklettern müssen. Leise. Tona! Beweg deinen verdammten Arsch hier rüber. Sofort! Ich prügle die Scheiße aus dir raus. Oh nein, hier lebt Tona. Vielleicht ist er noch weg. Hoffentlich. Hey. Komm mit hoch. Ich versuch's. Es war zumindest kurzzeitig entspannt. Also, es war zumindest... Versuchen wir es mal hier. Zumindest kurzzeitig. Halt, warte. Diese Dudes sehen so gruselig aus. Mit diesen Körben. Jetzt. Gibt es eigentlich kein USK mehr? Kann das irgendwie nicht googeln? Doch, doch, klar. Er kommt. Was zur Hölle? Los geht's. Ja, als ob der sich wegdrehen würde, wenn der Stein auf ihn zufliegt. Er hat uns fast gesehen. Wir müssen vorsichtiger sein. Geht klar! Wir müssen zu der Tür da. Ich muss ihn ablenken. Vorstonner! Ich würde ihn mir vorknüpfen, bevor Vater ihn erwischt. Der versteckt sich hier irgendwo. Immer noch nichts. Okay. Die Frage ist, wie lenken wir den jetzt ab? Ich muss halt sagen, ich selber gucke halt nie nach USK, weil es für mich halt völlig irrelevant ist. Die Töpfe. Könnte klappen. Welche Töpfe? RB. Töpfe. Wenn ich den hinter ihn werfe. Was? Ich hab ne Axt. Pass bloß auf. Ich hab ne Axt. Heilige, schützt mich.
ich habe schon Halluzinationen. Bitte sag mir, dass es hier rausgeht. Ja. Ich hab eine Axt. Geschlossen. Gibt's einen anderen Weg? Hier ist ein Loch. Ja. Ich kann die Tür von der anderen Seite öffnen. Mir wär's anders lieber. So, aber sei ganz vorsichtig. Keine Sorge. Bitte. Pia, schnell. Pia, schleicht langsam. Ja, laufen kann ich ja nicht machen. Nicht wehtun. Er kommt schon klar. Wir müssen weg, Hugo. Sie töten uns, wenn sie uns kriegen. Aber vielleicht töten sie ihn auch. Psch, still. Das Tor da hinten. Versuchen wir es. Hör auf, bitte! Du warst Vaters größter Fehler. Aber ich bieg das wieder gerade. Hugo, bleib hinter mir! Wer seid ihr? Ist doch egal, wir gehen jetzt. Lasst den Jungen los. Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Nein, wir sind gerade angekommen. Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen. Wieso seid ihr überhaupt hier? Remy, du regelst das. Und enttäusch mich nicht, verstanden? Aber der Junge ist immerhin schon alt genug. Ihr seid selbst schuld. Du willst das nicht tun, glaub mir. Du redest zu viel. Alle sind spannend, hier gibt's nichts zu sehen. Ah ja, mit dem kleinen Jungen ist was. Wenn ihr den ersten Teil gespielt hättet, dann wüsstet ihr das. Ich habe den ersten Teil gesehen. Aber ihr werdet das auch so rausfinden. Also, ich glaube, ich würde euch raten, den ersten Teil zu spielen, weil er sehr, sehr schön ist. Aber ich glaube nicht, dass ihr den ersten Teil gespielt haben müsst, um zu verstehen, wie die Geschichte abläuft. Amicia? Tu mir nicht weh. Ist ein Phönix, oder? Mit den zwei roten Schwanzfedern. Nein! Es geht wieder los. Ich brauche Hilfe. Warte. Ja, ist ein Phönix. Warte auf mich. Bist du ganz allein hier? Wo ist Amicia? Nein, bleib hier! Atmen, atmen. Amicia hat einfach selber so viel durch, dass sie mit dem Messer null zögert. Wo willst du hin? Ja, also der Dude hätte sie wahrscheinlich auch erwürgt, wenn sie es nicht gemacht hätte. Also ich glaube, ich muss zurück. Da kriegst du auch einfach, also da in so einer Situation greift auch einfach der Lebensinstinkt. Ich muss zu Amicia und Mama. Ich muss auch sagen, ich finde, A Plague Tale ist eine der wenigen Spielereien, die es schaffen, ein vielleicht kleines weiß er, wo Kind. Sie sind. Ja, vielleicht hier entlang.
Plague Tale, finde ich, ist eine der wenigen Spielereien, die es schaffen, ein kleines Kind extrem liebenswert und schützenswert darstellen zu lassen und nicht einfach nur nervig. Also bei diesem Kind habe ich auch beim ersten Teil konstant immer nur das Bedürfnis gehabt, ihn zu beschützen. Und ich hatte richtig dieses, oh, du bist klein und süß und lieb und du kannst überhaupt gar nichts und du bist nicht nervig oder anstrengend, sondern hast diese kindliche Naivität, aber auf eine schöne Art und Weise. Und es gelingt, finde ich, super wenigen Spielen, das so umzusetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schön oder gruselig finde oder beides. Schön gruselig. Wo seid ihr? Mir geht's schlecht. Er ist in Narnia. Sieht so wunderschön aus. Hör auf zu schreien und hilf mir. Und jetzt wird's so düster. Hilf mir. Such sie. Hilf mir. Nein. Nicht das. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hör auf zu schreien. Ich komm ja. Sterb ich jetzt? Ich will nein, nicht kleiner Mann. Sterben. Nein. Wie er sich bei dem Vogel bedankt hat und gesagt hat, er kommt wieder mit einem Freund. Ich kann nicht, ich heul gleich. Sieh an, wer wach ist. Gut geschlafen? Ich hab was geträumt. Wo sind wir? War es wieder dein Traum von der Insel? Ja, ich war krank und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof? Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia... Es war eine lange Reise, Hugo. Wir sind alle erschöpft. Aber die rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten, ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut, sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliehen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Hoffen wir, dass sich unser Besuch dort lohnt. Da
Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Hugos Blut. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern. Ich frage mich, ob sie das vor ihm verheimlichen. Wer ist das? Oder so tun, als wäre nichts. Ich weiß nicht. Seid vorsichtig. Damit sie ihn schützen. Mal sehen. Weil er potenziell zwei Leute getötet hat in der Burg. Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Doch, das ist safe passiert. Was haben sie getan? Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Ja. Verzeihung, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Der Junge, Sie sind es! Komm her! Nein, wartet! Amicia! Du, halt den Karren auf! Lass ihn nicht entwischen! Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Zeig dich! Meine Schleuder ist noch im Wagen. Sie sie? Weiter. Bleib unten. Sie war genau hier. Sie muss noch hier sein. Augen offen halten. Lasst uns auch die Felder durchsuchen. Ja, geht nur. Vorsicht, sie ist gerissen. Sie könnte jeden Moment auftauchen. Augen auf, Eindringlinge! Der Wagen. Sie brauchen dich. Hugo braucht dich. Gut, sie sind wohl bergab gegangen. Sei schnell und unauffällig. Vorsicht, du schaffst das. Sie haben Matthias und Remy restlos verschlungen. Wie töten wir diese Monster? Hacken wir ihnen die Köpfe ab! Zur Not rufen wir einen Priester. Nicht aufgeben. Ein Priester rufen, das klingt ja wundervoll. Ohne dich sind sie tot. Das sind bestimmt die. Ach, das hat nicht den anderen bewegt, sondern den hier. Die waren das. Der hatte mich... Wo seid ihr? Na, wartet, wenn ich euch erwische. Kurz im Blick, aber nur ganz kurz. Hier haben wir was Neues, was wir nehmen können. So, wo muss ich als nächstes hin, ist die Frage. Okay, wir schauen uns einmal hier um. Okay, der läuft hier unten und der läuft aber auch langsam in die Richtung, die ich haben möchte. Ich muss nur aufpassen. Dass der mich nicht jetzt sieht, während ich hier am runterspringen bin. Yes, yes. Okay. So, und dann haben wir einmal das hier. Ich weiß, dass sie es sind. Jap, jap, geh rück dort weiterhin. Jap, 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 jap. Okay, jetzt ist keine Zeit mehr zu verstecken. Jetzt wird... Ach du heilige Scheiße. Ach du... Meine Güte. Okay. Du heilige Scheiße! Hol die Schleuder! Schnell! Na los! Ja! Ach. Zurück! Scheiße, ich hab den nicht gesehen.
Ich muss so schnell sein dabei. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Okay, wir müssen richtig, richtig schnell sein. Ich krieg das nicht. Wie krieg ich das gedodged? Heilige Scheiße. So. Ich muss einfach nur ein bisschen schneller noch sein. Okay, versuchen wir jetzt nicht mehr alle zu töten. Okay, ich glaube, die sehen mich immer noch. Ich habe den Schwierigkeitsgrad übrigens auf dem schwersten Grad, ne? Also für alle, die sich an der Schwierigkeit stören, weil sie sagen, dass es ihnen die Immersion tötet, möchte ich einmal an der Stelle anbringen, dass das nur so ist, weil die Schwierigkeit so weit hochgestellt ist. Wir müssen irgendwas damit zu tun haben. Ihr seid doch noch hier. Ich finde aus. Muss ich nach oben oder nach unten? Da hinten suchen sie halt auch schon nach mir. Ich glaube, ich muss hier lang. Mach weiter, sie leben, sie brauchen dich. Ich muss safe hier lang. Aber, boah, der Dude macht mir halt richtig Angst. Ne? Und ich habe dahinter noch einen. Und ich habe halt Angst, dass der Hintere mich entdeckt, wenn ich hier nach vorne rausgehe. Aber ich habe alle Zeit der Welt. Ich habe keinen zeitlichen Stress. Das sind halt die wirklich Gefährlichen. Das sind die Dudes mit den Speeren. Das sind die, vor denen ich richtig Angst haben muss. Wenn die treffen, dann ist unangenehm. Aber jetzt müsste der wieder nach oben gehen. Und der müsste dann umdrehen und wieder nach unten gehen. Und sollte das passieren, kriege ich hier eine Lücke, durch die ich durchgehen kann. Haltet durch, ich komme. Ja, und der geht jetzt nach oben. Nicht? Ach, der geht jetzt auch noch unten, okay. Muss ich hier durch? Ja. Dankeschön, Joe Fox, für die 22 Monate übrigens. Vielen, vielen lieben Dank. Mutter, komm schon. Oh, nein. Ich liebe diesen Charakter, ne? Wir haben einfach so einen Badass-Frauencharakter in diesem Spiel. Mutter, ich komme. Er muss treffen. Sie fährt zur Hölle. Und du... Hugo! Er atmet noch. Es ist der Schock. Oh. Oh.
Ja, du hast auch einen Schock, Mädel. Du hast gerade auch irgendwie 10 erwachsene Männer getötet, um deine Familie zu beschützen. Alles gut. Es ist alles gut. Nichts ist gut. Gar nichts ist gut. Holy shit. Definitiv nicht mein Schwierigkeitsgrad. Muss man ja auch nicht. Also in der Story geht es ja auch nicht darum, dass man jetzt sich das künstlich schwer macht. Es geht ja um die Story, die man erleben möchte. Also macht es gerne, stellt es gerne leichter, wenn es euch zu hart ist. Das ist völlig fein. Wir haben es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Nein. Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Baudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Château d'Ambrage. Ja, toll, dass sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns Eure Majestät erlauben, Ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube es. Ich hab gleich Pipi in den Augen. Wie kann man so süß sein? Also ich meine auch sie in ihrem Umgang mit ihrem kleinen Bruder. Wow. Ist das ein Jahrmarkt? Dreh ruhig eine Runde mit ihm. Danke. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles. Komm, es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Wie kann ein Spiel gleichzeitig so schrecklich schön alles. Und los. So schrecklich traurig sein? Frisch gemolkene Ziegenmilch. Die Weine und Liköre werden alle aus heimischen Bergpflanzen hergestellt. Oh, ein guter Hypokras geht immer. Mal sehen. Hallo, Schweinchen. Gebratenes Fleisch. Kommt und probiert. Ich bin halt, wir spielen dieses Spiel halt irgendwie, seit einer Stunde und ich bin schon komplett in der Story. Also completely. Gänse sind übrigens gemeingefährlich. Entschuldigung. Ah, guck mal, ein Smarty. Hergehört, hergehört! Graf Victor von Arles heißt alle zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen! Genießt auf dem Markt Waren aus der Region und von weit her. Macht Schnäppchen auf der Fischauktion und spielt kostenlos eine Runde unseres Wurfspiels. Morgen findet der lang ersehnte Rindermarkt statt. Kommt alle zur Auktion. Graf Victor von Arles wünscht euch allen einen schönen Saint-Jean-Markt. Was sind das für Riesengänse? Die ist gar nicht das so groß. Ich mir ansehen. Unsere Vorräte gehen zur Neige. Die hat nur so spontane Geschwindigkeitsdifferenzierungen in ihrem Bewegungsmoment. Endlich versteht das jemand. Einer der Nachbarn meiner Eltern haben Gänse gehalten. Die sind mal ausgebrochen und haben mich gebissen, die Asches. Ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich irgendwann mal ein großes Grundstück haben sollte, hole ich mir einen Hund zum Kuscheln und Gänse zum Bewachen. Hast du gesehen? Was? Die Leute hier. Sie sind glücklich. Ah. Ja, stimmt. Sieh nur, da oben. Das Haus mit der Wetterfahne. Das ist unser Haus. Oh, genau über dem Markt. Ja, der Ausblick wird fantastisch. Bürsten und Kämme aus Florenz. Probiert sie aus. Mademoiselle, wie wäre es mit einer neuen Frisur? Danke, aber ich mag meine Haare so. Oh, wunderbar. Das Haar einer Frau ist ihre natürliche Krone. Schön gesagt.
Dein Haar ist hübsch so. Danke vielmals, mein Herr. Oh. Ja, na los! Nochmal! Los! Sicher. Oh, dieser Wein. Ein Geschenk für euren Vater vielleicht? Er ist tot, aber er liebte diesen Wein. Dann war er sicher ein guter Mann. Das war er. Danke. Das sind ja richtig hübsche Möbelstücke hier. So einen Schrank hatte ich auch. Ich habe mich oft drin versteckt. War ja klar. Zwei Münzen, dass er gewinnt. Sieh mal, die Farben. Stell dir vor, was für Kleidung man damit machen kann. Sieh mal, Blumen. Lichtkräuter, Salben. Nicht nur an einem. Oh, Ringelblumen. Primeln. Na, du kennst dein Herbarium gut. Nur Blumen. Hat Mama mir beigebracht. Die waren in einem Buch drin. Wollt ihr also Blumen kaufen? Danke, aber wir pflücken sie lieber selbst. Das ist eher unser Ding. Bewundert meine Waren. Ich verstehe. Viel Spaß. Ja, komm. Sehen wir uns den Rest an. Klar. Frisch aus Korsika. Wollen wir nach links oder nach rechts? Auf vier Kisten gibt es eine fünfte Karte. Was gibt es hier? Und spielt kostenlos. Der Graf von Aal lädt alle Gäste ein. Ein Spiel. Wie wär's, Mademoiselle? Ihr seht aus wie eine Gewinnerin. Ist sie auch. Na gut. Also gut. Wie geht das Spiel? Ihr habt vier Würfe, um so viele Würfel wie möglich umzuwerfen. Verstanden? Klar doch. Bereit? Wie früher auf dem Rummel, Amicia. Kinderspiel. Okay, wir wollen so viele Würfel wie möglich umwerfen. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall einmal das hier unten treffen. Das ist ein No-Brainer. Dann wollen wir auf jeden Fall das hier treffen. Das ist auch ein No-Brainer. Du bist toll! Ah, das war nicht ganz so optimal, wie ich es haben wollte. Dann kümmern wir uns erstmal um das hier oben. Nicht aufgeben! Das war auch nicht ganz optimal. Und jetzt ist das Beste, was ich noch erreichen kann, dass wenn ich den Turm hier zum Einstürzen bringe. Gut getroffen! Ah, natürlich! Was dachtest du denn? Heute war noch niemand besser! Und das ganz ohne Schleuder! Wir müssen langsam los. Danke! Wiedersehen! Neue Erinnerung, die beste Spielerin. Mann, kommt, spielt kostenlos. Der Graf von Eis lädt alle Gäste ein. Och, guck mal. Und da haben wir jetzt so eine Erinnerung. Kommt, spielt kostenlos. Der Graf von Aal lädt alle Gäste ein. Ein Spiel. Also gut, wie geht das Spiel? Ihr habt vier Würfel, um so viele Würfel wie möglich umzuwerfen. Das ist super verstanden? Süß gemacht. Klar doch. Bereit? Wie früher auf dem Rummel, Amicia. Kinderspiel. Los! Geil, wir haben einmal hier den besten Platz geschafft. Die Zeichnung sieht richtig gut aus, ja. Nee, ich glaube, 13 Pflanzen können wir insgesamt finden, vermute ich, Herr Maschel. Oh. Wie macht er das bloß? Na, seine Eltern müssen Drachen sein. Ein Drachenmann. Achtung, bitte! Seht euch vor und haltet Abstand, denn es wird brenzlig. Jetzt kommt das Feuer! Na los, ich höre ja gar nichts! Bravo! Dankeschön, Maximo, für den Prime Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Gibt's hier noch was zu entdecken? Ich habe schon fast wieder das unangenehme Gefühl vergessen, das mich beschlichen hat, nachdem wir Menschen getötet Die haben. Die sind riesig. Sehen wir sie uns an. Salz aus eigener Ernte. Einmal findet der Viehmarkt doch statt? Wir sollten bereits dort sein. Ich habe gehört, einige Tiere dort seien krank. Oh, dann warten wir lieber. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Was für eine schöne, natürliche Barriere sie hier geschaffen haben. Statt die Straße komplett zu blockieren, haben sie einfach Kühe hingestellt. Weswegen man jetzt durch die Straße nicht durchkommt. Das ist echt eine schöne Sache.
Nicht getötet, du hast sie nur entlebt. Ah. Sind das Segen für Riesen? Riesen? Nein, du bist nur etwas klein. Bin ich nicht. Das ist kein Problem, das Gefühl kommt von alleine wieder. Wow. Hör auf zu lachen. Entschuldige, du hast recht. Das sind Riesensegen. Ha! Seht ihr? Gut. Klein, aber ziemlich frech. Der Kleine ist super süß. Negativ geheilt quasi. Wow. Wow. Da scheint der Jahrmarkt nicht weiterzugehen. Na gut. Ich glaube, wir haben uns im Jahrmarkt jetzt alles angeguckt, was mir so ins Blickfeld gesprungen ist. Woher haben wir noch Rüstung? Genau wie die zu Hause. Die hier ist größer und heißer. Ihr seht hier die beste Schmiede weit und breit. Er ist auch die einzige. Schwitzen. Ha, auf jeden Fall. Ich schwitze auch. Ah, das hatten wir heute schon, ne? Dass mich niemand fragt, ob ich schwitze. Noch ein Smarty. Gehen wir zu unserem Haus. Es sollte gleich da oben sein. Oh, wollen wir uns mein Zimmer teilen? Willst du nicht dein eigenes? Ich weiß nicht. Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen. Ja, ich mag es hier. Ich auch. Bin ich die Einzige, die eine Stadt nicht mehr ganz so sympathisch und toll findet, wenn du erstmal an so einem Schafott vorbeirennst, das zur Bestrafung von Menschen in den Innenstädten aufgestellt ist? Ein Pranger ist es, ne? Schafott? Warte mal. Auf einem Schafott werden Menschen geköpft. Ist Schafott nicht einfach nur das Ding, auf dem es draufgestellt ist? Also das Ding, woran es hängt, ist ein Pranger, ja. Ist Schafott das, wo die Menschen geköpft werden? Oder das, ist das Schafott die Erhöhung, wo die Aspekte dann draufgestellt werden? Also das ist nicht zum Köpfen von Leuten hier. Das ist ein Pranger. Da werden Leute einfach nur festgemacht und dann werden sie quasi bestraft, indem man sie öffentlich demütigt. Das hat man zum Beispiel mit Dieben gemacht oder mit Leuten, die ihre Schulden nicht bezahlt haben. Das heißt, die müssen dann x Stunden auf dem Marktplatz stehen und werden halt ausgelacht, bespuckt oder mit Dingen beworfen. Also das ist quasi ein Pranger normalerweise. Aber Schafott ist schon richtig, ne? Das ist eine bühnenartige Hinrichtungsstätte. Ja gut, es ist ja keine Hinrichtungsstätte. Das ist ja nicht zum Hinrichten hier. Das ist ja nur zum quasi öffentlich Demütigen. Guillotinen gab es zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht. Guillotinen wurden tatsächlich erst im späteren Frankreich entdeckt oder erschaffen. Und zwar von einem Arzt, die Guillotine ist eine Erfindung der Menschlichkeit. Das ist super absurd. Aber diese klassische Guillotine, wie wir sie heute kennen, mit der abgesägten Klinge, ist die Erfindung von einem Arzt, der meinte, dass alle Menschen das Recht haben, auf eine humanitäre Weise die Todesstrafe zu erhalten. Weil es früher so war, dass die noblen Menschen, wenn sie quasi, oder das obere Volk quasi, oder das die oberen Bürgerlichen, wenn die halt hingerichtet wurden, dann gab es dafür scharfe Messer, beziehungsweise die Arten und Weisen, wie sie hingerichtet wurden, waren halt schneller und effizienter. Und desto ärmer die Bevölkerung, desto weniger Wert und Aufmerksamkeit hat man auf die Art der Hinrichtung gelegt. Das heißt, gerade die Hinrichtungen von den sehr armen Menschen waren oft super brutal und super schmerzhaft. Das heißt, die Idee war quasi, dass man mit der Guillotine eine Art der Hinrichtung für die Todesstrafe schafft, die menschlich ist, weil sie Menschen aus allen bürgerlichen Standards auf die gleiche, schnelle und effiziente Art und Weise tötet.
funny Side-Effekt an der Stelle. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als ich das gehört habe, aber das ist quasi die Idee. Und das Besondere ist halt dadurch, dass diese Klinge halt quasi dass diese Klinge quasi schief ist, also die ist halt quasi angesägt, damit auch wenn die Klinge nicht komplett scharf ist, trotzdem der Kopf in einem Durchzug abgetrennt wird. Wir sehen uns nach meiner Wache, ja? Sicher. Du bist doch ständig im Dienst. Ich weiß. So ist es nun mal, seit der Graf dem Hauptmann mehr Macht überlassen hat. Guillotine war aber wohl auch irgendwann mal nicht mehr so toll. Ich hab mal gelesen, dass Klingen wurden trotzdem irgendwann stumpf, ja. Ja, aber also das ist, wir reden hier immer noch über die Todesstrafe, ne? Wir reden immer noch über mittelalterliche Hinrichtungen. Nichts davon ist toll. Aber ich fand halt den Gedankengang dahinter super krass, weil wir die Guillotine als etwas super Brutales und Grausames in Erinnerung haben, aber es damals als menschliche Innovation galt. Und ich fand diesen, oder finde diesen Widerspruch halt so spannend einfach. Oh, da spielt jemand Musik. Oh, ich kann nicht sehen. Hey, weißt du was? Ich trag dich auf meinen Schultern, ja? Oh ja, bitte. Hoch mit dir. Na, alles klar da oben? Ja, ich kann alles sehen. Ja! Klasse! Süß. Die Musik ist komisch. Ja, klingt aber toll. Ich muss ehrlich sagen, mein Gefühl ist so unangenehm mittlerweile, was das angeht. Sehen wir uns das Haus an. Weil wir einfach... Schon? Ja. Mutter wartet sich ja schon auf uns. Wir kriegen ich würde gerne noch bleiben. So viel positive Gefühle gerade an der Stelle, dass ich echt Angst bekomme, wie schlimm es gleich wird, wenn wir dann wo ankommen. Also gerade jetzt auch so, wie wir jetzt zum Haus gehen, mit dem Kind auf den Schultern. Die Stimmung ist mega positiv. Der Stress hat von uns die abgelassen. Leute hier, sie scheinen nichts über die bösen Dinge zu wissen. Böse Dinge? Alles, was da draußen passiert. Ich hab's noch nicht, ich kann nicht spoilern, ich kenne die Story noch nicht. Aber sie fühlen sich hier sicher. Das wirst du auch. Die Fallhöhe steigt, je besser die Stimmung ist. Können wir einfach für immer auf dem Markt bleiben? Hör zu, ich lass dich wieder runter. Wir sollten uns ein wenig beeilen. Ja, ich will endlich das Haus sehen. Wie groß es wohl ist. Ich hoffe nur, es gibt echte Betten. Hoffentlich sehe ich den Markt vom Zimmer aus. Du bekommst das Königszimmer. Natürlich. Der Tag war ganz schön lang. Ihr seid zurück. Und wie war's? Es gab einfach alles. Stimmt. Wir müssen unbedingt zusammen hin. Klar. Wir brauchen frische Pflanzen. Sieh mal. Ich glaube, wir haben ein neues Zuhause. Ja. Zuhause. Hört das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ihr jinxt ist so krass. Ihr jinxt ist so krass. Ich glaube, jemand braucht ein Nickerchen. Ich bin nicht müde. Klar. Sehen wir uns drinnen um. Dankeschön, Martinka, für die 2 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ah, sieht ruhig aus. Und hier ist es kühler. Schön. Ich habe den ersten Teil gespielt, ja. Wollen wir reingehen? Ja,
Nach dir. Wir sind da, Hugo. Unser neues Zuhause. Sehen wir es uns an. Ja. Na gut, wir machen es später. Mutter, wo ist Hugos Zimmer? Er ist todmüde. Oben rechts. Das Bett ist gemacht. Danke. Na komm, du Schlafmütze. Ist das ein Horrorspiel? Nee, aber es ist auch kein Good Vibe-Spiel. Es ist düster und... Du musst mitkommen, Amicia. Ja. Wohin? Zur Insel. Du wirst dort auch geheilt. Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön. Das wird es. Du grübelst zu viel. Manchmal sollte man lieber seinen Gefühlen vertrauen. Ich versuch's, aber ich... Ich kann den Sinn nicht verstehen. Stoffe folgen natürlichen Gesetzen. Die Makula ebenfalls. Vergiss den Sinn, Lukas. Bleib einfach menschlich. Vielleicht bin ich ja nicht besonders gut darin. Das bist du. Deshalb hast du Zweifel. Hugo! Hugo, nicht! Ich habe es für ihn getan. Und ich werde euch wieder töten. Ich werde euch alle töten. Amicia. Amicia. Hat er einen Albtraum? Die Makula. Der Schock. Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Es sind 6 Monate vergangen, seit er die zweite Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Amicia, suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Vaudin. Findet ihn bitte. Er soll kommen und zwar schnell. Verstanden. Amicia. Ich weiß. Wir passen auf. Alles. Ich muss ganz kurz Pipi machen gehen. Dankeschön, MC Trips an der Stelle für den Prime-Sub, das ist super lieb. Und auch hier, also ich kann halt wieder nur Positives hier ansprechen. Ich finde es mega cool, wie viel Tiefe sie diesen Charakteren geben und dass sie halt nicht davon ausgehen, dass ein junges Mädchen, das Menschen getötet hat, das einfach so wegsteckt, als wäre es das Normalste der Welt. Also bis jetzt, wir spielen jetzt seit 1 Stunde. Und ich bin mega abgeholt. Heilige Scheiße. Also ich bin super, super dankbar, dass ich euch das Spiel heute vorstellen darf. Und ich habe richtig Bock, das fertig zu spielen mit euch. Wir werden das auf jeden Fall auf YouTube auch alles bringen für die Leute, die auf Twitch dann verpassen.